Lounge wieder mit dabei seid. Ja, wir stecken mittendrin im Sommer. Es ist mega heiß da draußen und ich habe mir echt überlegt, was könntest du backen? Und am besten sind einfach No-Bake-Torten, das heißt, der Ofen bleibt aus. Und da habe ich das hübsche Teil hier zusammengestellt. Und zwar ist das eine marmorierte Joghurt-Pfirsich-Nektarinentorte. Und die zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Wir fangen mit dem Butterkeksboden an. Dazu brauche ich 150 Gramm Butterkekse und 110 Gramm weiche Butter, die geschmolzen sein muss und aber abgekühlt. Also die soll kühl sein. Ja. Ja, dann legen wir auch gleich mal los. Und zwar, das geht mega einfach. Entweder ihr habt einen Mixer und gebt die Kekse in einen Mixer hinein und mixt sie. Oder wie ich hier, in einen Gefrierbeutel und dann einfach platt hauen. Also das geht hier teilweise mit der Hand, aber halt dann auch so ein Nudelholz oder wie ich hier jetzt so ein Fondant-Ausroller. Geht ganz gut, geht auch mit der Pfanne, wie ihr mögt. Und ich schlage das immer so klein, dass noch ein paar grobe Brösel drin sind. Also nicht komplett fein, sondern es dürfen ruhig ein bisschen Bräggerli drin sein, sag ich. Ja, das kommt dann in eine Schüssel. Also hier sieht man es ganz gut. Grob zerkleinert. Und da gebe ich jetzt die Butter mit hinein. Und das Ganze friere ich so lange, bis beides schön miteinander verbunden ist und ich so eine richtig schöne klebrige Substanz habe. Ja, so sah es dann fertig aus. Perfekt. Jetzt habe ich hier eine Springform. Meine hat einen Durchmesser von 24 cm. Da gebe ich jetzt die Brösel hinein und drücke sie entweder mit der Hand platt, Teigschaber, Löffel, Glas geht auch, also der Boden vom Glas. Einfach schön platt drücken. Ich habe jetzt hier auf der Seite mal ein Rädchen liegen, aber das brauchte ich diesmal gar nicht. Ging so ganz gut. Dann geht es weiter mit der Füllung. Dafür brauche ich eine Dose Pfirsiche, die natürlich absieben. Die habe ich dann püriert, das waren dann ungefähr 450 Gramm. Dann brauche ich noch 750 Gramm Naturjoghurt, 300 Milliliter Sahne, 110 bis 120 Gramm Gelatine und dann einmal 9 Blatt Gelatine und einmal 4 Blatt Gelatine. Dann brauche ich noch eine Bio-Zitrone und zwar nehme ich davon die Hälfte. Ja, ich zeige euch das jetzt hier mal kurz, wie ich das gemacht habe. Wobei ich denke, ihr könnt es selber einfach die Zitrone waschen, halbieren und dann entsaften. Und ich habe hier so einen Handsaftpresser, sage ich jetzt mal. Der geht eigentlich ganz gut. Einfach reinstecken, rumdrehen und den Saft auspressen. Ja, also geht ganz einfach. So viel war das dann und das brauchte ich auch. Jetzt geht es weiter mit der Creme. Dazu gebe ich als erstes die Sahne in eine Schüssel und die wird steif geschlagen. Und bei der Sahne gebe ich einen kleinen Tipp, immer drauf schauen, weil so schnell schaut man gar nicht, kann man die grisselig schlagen und dann ist sie nicht mehr geeignet. Ja, die kommt jetzt in den Kühlschrank, bis ich sie brauche. Dann habe ich hier die 9 Blatt Gelatine, die gebe ich in ein kaltes Wasser und lasse sie dort 5 Minuten quellen. Ja, hier ist jetzt mein Joghurt drin. Da kommt dann noch der Zucker dazu. Und der Zitronensaft und das wird miteinander verrührt. Ihr seht jetzt hier, dass ich hier nur einen Spritzer Zitronensaft dazu gegeben habe. Aber ich habe im Laufe der Zeit wirklich alles hineingetan. Das lassen wir kurz stehen. Meine Gelatine ist eingeweicht. Die muss ich jetzt ausdrücken. Geht ganz einfach, einfach mit der Hand ausdrücken und in eine Schüssel geben. Also ich tue ja meine Gelatine immer in der Mikrowelle auftauen, hätte jetzt beinahe gesagt, schmelzen lassen. Das dürfte maximal 20 Sekunden bei 600 Watt. So sah es dann aus. Ihr seht, es dampft. Also ich habe eine neue Mikrowelle. Irgendwie habe ich das noch nicht so richtig drauf mit der Zeit. Deswegen, das war ein bisschen zu heiß, deswegen habe ich sie kurz stehen gelassen. Und derweil kommen die anderen 4 Blatt Gelatine auch in ein Wasserbad, in ein kaltes Wasserbad und die dürfen auch 5 Minuten quellen. Ja, jetzt passe ich meine 9 Blatt Gelatine, der
Creme an. Das heißt, ich gebe 3 bis 4 Esslöffel in die Gelatine hinein und verrühre das Ganze, bis beides schön miteinander verbunden ist. Also auf gut Deutsch, wenn man die Gelatine dann mal sieht, passt. Ja, hier ist jetzt wieder meine Creme. Unterm Rühren bitte die flüssige Gelatine dazugeben. Rührt ihr nicht, kann es sehr schnell passieren, dass es Klumpen gibt. Und das wollen wir ja nicht. Ja, dann geht es weiter mit der anderen Gelatine. Dann mache ich es genauso wie vorher. In der Mikrowelle schmelzen lassen, kurz auskühlen lassen. Hier habe ich jetzt mein Mousse, mein Pfirsichmousse. Das gebe ich in eine größere Schüssel. Da passe ich ebenfalls die Temperatur an. Und dann gebe ich das einfach mit in die Schüssel hinein und verrühre das Ganze. Stelle ich jetzt kurz zur Seite. Ja, meine Creme hat ein bisschen das Gelieren angefangen und dann kann ich jetzt die Sahne dazugeben und die hebe ich unter. Ich habe jetzt hier meinen Boden wieder, der war übrigens für gut 30 Minuten im Kühlschrank, damit alles wieder fest wird. Da gebe ich jetzt meine Joghurtcreme hinein. Verstreichen musste ich es nicht, es ist schön zerlaufen in der Form. Dann brauche ich meinen Pfirsichmousse und da gebe ich jetzt tröpfchenweise einfach das Pfirsichmousse auf den Kuchen, auf die Torte, auf die Joghurtcreme. Ja, und dann brauche ich meinen Löffel und dann tue ich einfach von unten nach oben meinen Löffel in der Creme drehen. Und somit entsteht ein Marmormuster oder wie man auch sagt, ein Swirlmuster. Ja, und das gleiche habe ich dann nochmal gemacht. Also den Durchgang habe ich 2-mal gemacht, weil ich sehr viel Mousse gehabt habe. Ja, und jetzt darf die Torte für gute 6 Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen aus der Form lösen. Natürlich, den Rand habe ich noch ein bisschen sauber gemacht. Hat man da gesehen, dass ein bisschen Brösel nach oben gegangen sind beim Abziehen der Springform. Ja, und dann habe ich sie, also dann kommt die Torte auf die passende Tortenplatte. Und dann wird sie noch verziert. Und zwar normalerweise mit Pfirsiche, aber die Pfirsiche in dem Laden, wo ich war, die waren nicht so toll, die waren nicht schön. Also habe ich dann Nektarinen genommen und die Idee fand ich jetzt gar nicht so doof, weil sie richtig cool ausgeschaut haben. Und die müssen wir waschen und in dünne Scheiben schneiden. Also so wie hier. Richtig schöne, dünne Streifen. Und diese Streifen kommen jetzt oben auf die Torte drauf. Also die werden einfach oben drauf gelegt. Ja, und das war's dann auch schon. Wie ihr hier sehen könnt, es glänzt ein bisschen. Ich habe mein Dottengussspray gehabt. Oder war es Gelatine-Spray? Allmächtig, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Damit kann man Obst einsprühen und dann glänzt es schön und ist auch länger frisch. Ja, und das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!